Guten Tag, herzlich willkommen zum neuen Video. Unterwegs mit Nico heute. Nico? Ja. Stoßstange? Wo geht's hin? Ja, den hast du ja schon gesehen an der Überschrift. Stimmt, Cayman. Cayman. Heute geht's weiter. So, eingeladen. Wir fahren heute mit dem Bora. Mir fehlt die Leiste hier. Am roten E30. Schwarze Shadowline-Leiste. Die hier. Komplett von hier bis hier hin. Leiste zu verkaufen? Nee, der Achim sagt, hier, er braucht sie selber. Ja. Also wenn sie jetzt über Nacht mal fehlt, ich weiß nicht, gell? Und die Spiegel brauche ich auch, weil die M3-Spiegel müssen ersetzt werden. Guck mal, wie die aussehen. Ich glaube, hier war kein Zaun, gell? Ja, aber die sind ja eh am Sack. Kannst du auch irgendwelche nehmen zum Lackieren. Falls ihr was rumliegen habt. Zwei Außenspiegel, rechts und links. Und Shadowline-Leiste, die obere. Wäre nett. So, wir sind jetzt hier. Am Cayman geht's weiter. Beziehungsweise es muss weitergehen, weil der S-Motor schon steht, ne? Ja. Tuning Experience Halle beim Sven. Ja, Sven hat mir schon geschrieben, er hackt mir die Hände ab. Der hackt dir die Hände ab, wenn das Auto nicht da ja. steht. Dann bin ich seine rechte Hand. Ja, dann könnt ihr weiterleiten an ihn. Das stimmt. Und dann hat er vier Hände. Sechs. Also Sven, hier. Die Seite ist soweit fertig. Andere auch. Andere auch? Das heißt im Prinzip nur noch Spachteln lackieren? Genau. Wobei das jetzt erstmal so bleibt, bis die Stoßstange hinten anpasst ist oder umbaut ist. Und wenn das dann erledigt ist, dann... Na, Thema Stoßstange hat sich ja auch was getan, ne? Ja. Und zwar ist die eine noch nicht fertig, die, was wir schon mal gezeigt haben. Genau, weil die passt nicht mit dem Auspuff. Also der Auspuff muss angepasst werden, damit die Stoßstange passt. Ja, aber ist doch einfacher, einen Auspuff anzupassen, oder nicht? Ja. Der Auspuff ist auch schon dran? Ja, Auspuff haben wir einen neuen. So, da habe ich ja nicht viel mitbekommen von der Auspuffanlage. Mit der Firma FVD. FVD ist ja, das? Da habe ich sie geholt. Rombacher heißen die. Okay. Und mit dem Alex habe ich geschrieben, also super korrekter Tipp. Ging super, die Abwicklung. Ich glaube 3 Tage, 4 Tage war sie da. Okay. Und hat eigentlich ganz gut gepasst. Also wir mussten nichts mehr anpassen. Oh, da fehlt doch noch was hier. Ja, das Endstück fehlt noch. Das heißt? Habe ich schon bestellt. Ach so. Du kriegst ja die Basis so. Genau, du kriegst die Basis ohne Endrohre und müsstest dann theoretisch noch die Endrohre dazu holen. Mhm. Die haben mir jetzt aber jetzt nicht so designmäßig zugesagt, deswegen habe ich mich da jetzt um andere gekümmert. Okay, und die passt dann hier 1:1 rein? Genau. Okay, gut. Anhören müssten wir noch. Das konnte ich nämlich abends nicht. Ha? Das konnte ich abends nicht. Da war nämlich schon 10 Uhr und da hat der Achim gescholten. Ja, okay, dann hören wir uns die nachher an, oder? Also, Radläufe passen. Die hintere Stoßstange hast du jetzt die originale. Ja, vom S. Vom S, ja. Die hast du jetzt besorgt und die wird mit der Endrohre passen? Mhm, die müssen wir jetzt gleich mal dran halten. Ja, aber der passt ja vorne und hinten nichts mehr hin. Ja, aber deswegen müssen wir ja gucken. Deswegen halten wir sie gleich mal kurz dran, gucken wie viel es ist. Und dann? Und dann schicke ich die Bilder dem Olli. Der Olli kennt sich nämlich mit PP-Kunststoffschweißen ganz gut aus. Okay, und der schweißt sie um, dass genau, sie hier passt. Genau. Muss es nicht am Auto machen? Doch, der kommt her. Ach so. Übelst korrekter Tipp. Ich habe da in letzter Zeit nichts mitgekriegt, weil ich mit anderen Sachen beschäftigt war bei unserem Geschäft. Und da hat sich der Nico drum gekümmert. Jetzt halten wir mal die Stoßstange mal hin. Ja. Warum passt die andere Stoßstange nicht? Deswegen, guck. Also die andere hatte gepasst mit dem Auspuff. Ach du Scheiße, okay. Ja, und jetzt müsste man theoretisch den Auspuff aufschneiden. Und das habe ich gesagt, nee, möchte ich erstmal noch nicht. Weil da wollte ich jetzt mal gucken, ob man da vielleicht eine andere Lösung findet. Und da passt jetzt die Stoßstange. Da müsste passen, weil das ist ja die Originale. Nein. Ich meine, die Stoßstange, wo beim Sven liegt. Ja, die passt mit dem Auspuff hier. Aber mit der nicht. Nee. Weil den hier haben wir ja auch aufgeschnitten, wie du siehst. Nee, klar. Ja, aber das ist ja vom Prinzip her der gleiche Auspuff wie der. Von der Form her eigentlich selber, ja. Das ist relativ gut. Das ist schon ordentlich breit, gell? Ja, das Stück fehlt uns jetzt hier. Ja. So sollte es werden. Dann musst du jetzt halt, der muss jetzt komplett im Ganzen rausholen, weil wenn du das jetzt bloß rausziehst, ja, dann passt ja das am Scheinwerfer nicht mehr. Ja, am Scheinwerfer sowieso nicht, aber hier, da macht es wieder den Knick okay. unter rein. Das heißt, der tut ihn hier anlegen und dann das rausziehen. Ja, ich frage ihn aber nochmal. Okay, aber hier ist ja cool. Hier ist ja gut, ne? Ja. Passt tatsächlich mit der neuen Seitenwand sogar. Mhm. Der ist so schon beim S schon drauf? Mhm. Die war bei mir auch drauf schon. Die Lippe hier? Ja. Und da kommt jetzt normalerweise dann hier noch der zweite drüber. Und der zweite fährt dann hoch. Oh, ja, stimmt, okay.
Die vordere ein bisschen bunt jetzt heute, ne? Sollen wir noch Diffusor zeigen? Ja, Diffusor. Da werden die Leute mich wieder für hassen, aber er ist ja, noch nicht angepasst. Ja, die werden mich hassen. Er ist noch nicht angepasst. Aber wir wollten ja eigentlich noch was reinblenden. Das, was du so machst im Geschäft. Achso, ja, genau. Ja. Das ist jetzt das, was wir euch mal nur kurz mal, das hatten wir eigentlich schon länger vor, ne? Ja. Dass wir euch mal das mal zeigen, was so ein Designer, ja, ist ja nicht böse gemeint, ja, weil wir ärgern ihn ja immer, ne? Manchmal verstehe ich absolut, was er meint, weil er immer so nachfragt. Und jetzt zeigen wir euch mal, das war jetzt deine Prüfung? Nee, das ist von, das war noch während dem Studium 2018. Hallo, ich bin Nikolas. Das war mein Portfolio quasi. Hallo, ich bin Nikolas. Womit ich mich beworben habe. Okay, jetzt zeig mal die Sachen. Das ist halt schon, also das Problem. Also das hast du jetzt komplett entworfen genau, und gezeichnet. Genau, das war während dem Studium. Also quasi das hier waren so die ersten Skizzen und da ging es halt darum. Du fängst jetzt im Prinzip sowas an genau, zu zeichnen? Genau, ich fang erstmal so komplett dreckig halt an quasi zu zeichnen und dann später wird es ein bisschen ausgearbeiteter. Ja, also bei dem Thema ging es eigentlich darum, dass bei Jetskis tut man sich immer, dadurch, dass das Jetski auf den Wellen aufkommt, kriegst du halt Rückenweh. Und hier war der Hintergedanke, dass es über die Wellen drüber gleitet. Und je nachdem, wie schnell es ist. Hast du die Funktion getestet? Ja, es gibt, also so Hydrofoils gibt es bei Booten, die man benutzt. Man muss halt sagen, der eine, also ich könnte das nicht. Von null auf sowas entwerfen könnte ich jetzt nicht. Das ist das, was er halt auch kann. Das macht man jetzt auch natürlich mit den Felgen, ob das Klamotten sind. Da kommen halt mehrere Ideen rein. Oder ich schmeiß im Prinzip nur ein, zwei Themen rein. Ja, und daraus entwickelt sich dann, also jetzt nicht das hat er selber gemacht. Was ist das? Bohrmaschine. Das war zweites Semester, das war noch ganz am Anfang vom Studium. Da ging es halt auch darum, halt so mal reinzukommen ins Studium. Halt eben sich überlegen, okay, was mache ich überhaupt? Das Thema war Baumarkt. Okay. Genau, Baumarkt war das Thema. Und das waren so die ersten Skizzen, dann das erste Photoshop, was ich so gemacht habe. Ja, mittlerweile schäme ich mich so ein bisschen für die Skizzen. Ja, dann habe ich das Ganze halt gebaut, habe es gefräst, habe es gedreht. Und dann ging es noch eine Funktionsverbesserung. Und zwar bei einer Bohrmaschine hast du immer das Problem, dass der Schatten fällt immer dorthin, wo er eigentlich nicht hinfallen soll. Ja, und du siehst trotz dieser LED, siehst du nichts. Und dann habe ich quasi so eine komplett hier. Genau, so einmal komplett ringsrum und dann fällt die Zentrierung, fällt quasi, also der Schatten fällt genau auf die Zentrierung. Das war einfach nur so ein bisschen Visualisierung. Dann, das war eigentlich das spannendste Projekt. Das war im vierten Semester. Da ging es darum, wir sollten das Buch Frankenstein lesen und dazu ein Produkt entwerfen. Und die Ausgangssituation war, erwecke was zum Leben. Mhm. Und ich habe quasi Wind zum Leben erweckt und habe dann eben so eine Art Raumbefeuchter gemacht. Wo hast du das Video davon? Warte, das zeigen wir gleich. Ja, hier halt die Materialität. Hier die Funktion, wie das halt aufgebaut ist. Das hast du gebaut? Genau, das habe ich also zuerst hier mit Photoshop gemacht. Habe mir überlegt, okay, wie könnte man das bauen? Dass halt hier in der Mitte sich so ein Wirbelsturm bildet. 2,30 Meter war das Ganze hoch. Dann halt wieder so ein paar Skizzen und dann bin ich ins CAD gegangen, habe das so ganz dreckig im CAD gemacht, damit ich weiß, wie ich die Rohre etc. machen muss. Habe das dann hier selbst gebaut, Beton gegossen, die Verkabelung gemacht, die Lüfter etc. gemacht und ja, am Ende kam dann so ein fetter Tornado. Das hast du noch zu Hause? Das habe ich noch zu Hause, ja. Okay. Das Blöde ist, unsere Decken sind keine 2,30 Meter, sprich, deswegen liegt das einfach bei uns drin. Zeig mal das Video. Also da ist ja auch Funktion dahinter. Genau. Also das ist nicht nur Zeichnen im Prinzip, sondern auch das Herstellen war ja da das Hauptding. Ne? Das war jetzt halt noch ganz am Anfang. Ja, und er hat sich dann hier halt quasi so gedreht. Man konnte mit der Hand reingehen, dann hat er sich so auf der Hand gedreht. Und wenn du losgelassen hast, ging er dann wieder hoch. Krass. Ja, dann Schuhe, das war zum Thema Bosozuko, also diese krassen Autos mit den Spoilern aus Japan, wo der eine zu dir auch gesagt hat, da habe ich schon Schuhe für Adidas zusammen gemacht. Ja, und am Ende war dann noch mein Mini, wo ich alles halt selbst gemacht habe, quasi geflext, Carbonzeug gemacht, die Schussstangen gebaut, den Breitbau angepasst. Also er kann schon auch handwerklich viel, also das habe ich jetzt auch nach und nach gesehen, allein schon am Porsche am Rumschrauben oder wie er schon ihnen alles zerlegt hat. Also das kann er, sieht man natürlich nicht auf den Videos, weil auch viele sagen, ja, warum redet er mit? Also er hat auch, was Tuning betrifft, auch schon viel auf dem Kasten, weil du halt das auch lebst. Ja, klar, ich hab da voll Bock drauf. So. Und dann war Thema seine Felgen, die jetzt auf dem Porsche jetzt drauf sind. Zeig sie mal, Schwind. Das hat sich so entwickelt. Moment. Das würde ich sagen. Das waren praktisch die ganzen Skizzen, wo wir so nach und nach durchgegangen sind. Das war, aber das ist komplett dreckig, ne? Also das eine Skizze dauert da so 4-5 Minuten, das war's.
da kam er dann praktisch immer näher, da haben wir auch viel miteinander geredet, wo kann noch fräsen, was möglich ist vom Fräsen her. Ja? Du kannst manche Sachen auch nicht mehr fräsen. Ja, klar. Ja. Klar. Das macht er auch bei unseren Felgen auch oftmals so, dass er da irgendwas macht, zuerst mal zeichnet. Wenn wir jetzt sagen, 5-Speichen-Felge, dann legt er los mit 5-Speichen-Felgen. Wenn wir sagen, mach das mal so und so, er macht zuerst mal, dann reden wir hinterher wieder und sagen, okay, ja, pass auf, diesen Bereich musst du stabilisieren oder mehr Material machen, weil das eine Bruchstelle ist und, und. Da gehen wir auch zum Beispiel, ja, wir, das waren 37 Felgen, wo du mal entworfen hast, ganz am Anfang. 74. Nein. Stimmt. 74 Versionen und stimmt. Dann haben wir A und B. Dann haben wir so eine Liste gemacht, ich habe die alle gezeigt. Jeder hat so raus seine Favoriten rausgesucht und da kamen dann, wie viele? 1, 2, 6, 7, 8 Favoriten raus. Dann habe ich ihn das war der Nico, was er gut fand. Und dann haben wir einfach diese Felgennummern rausgenommen und dadurch haben wir verschiedene Designs im Prinzip gemacht. Also wir quatschen viel, es kommt überall, kommen Ideen dazu und er bringt es auf jeden Fall zu Blatt und teilweise bringt er nochmal Ideen dazu, wo einfach dann hinterher gerade diese Retro viel miteinander gemacht. Ja. Ne? Und die Feinheiten hat er dann nochmal gemacht, sieht ja aber alles dann, wenn es soweit ist, die neuen RZ-Designs, auch die neuen Forge, größeren Felgen, auch hier alles gemacht worden. Also daher schätze ich ihn schon. Ja. Wir ärgern ihn auch, ja, wir ärgern ihn, weil er sich aber gern ärgern lässt, muss man dazu sagen. Ja, ich stichle ja auch zurück, das ist nett. Ja, manchmal rutschen ihm auch mal Sachen raus, wo wir auch richtig als Futter benutzen. Ne? Wie war es mit den Reifen letztens? Ja, das hier können wir vielleicht mal einblenden, das war dann so das Finale. Das war gezeichnet und anhand davon haben wir dann quasi die Felgen gebaut. Jetzt zeig mal das eine Bild auf dem Auto, wo du das Bild gerade gehabt hast von Porsche. Also eigentlich fast 1:1 so umgesetzt dann. Ja. Ja, das sind im Prinzip solche Sachen, was der Nico hier macht. Auch natürlich unsere Felgen, Klamotten, immer zum Thema irgendwie und das ergibt sich natürlich dann auch so. Genauso mit den Deckel. Früher waren das so schlichte Deckel, wo wir als Vorlage für die Felgen genommen haben. Und dann hat er gesagt, er findet es auch so langweilig, darf was überarbeiten. Dann habe ich gesagt, ja, mach mal. Dann kam das halt zustande. Das sind halt so im Prinzip Kleinigkeiten, wo du vielleicht nicht dran denkst im Alltag, aber er gibt sich halt die Mühe, macht was und es ist dann, wenn es dann natürlich noch einfach zu produzieren ist, ist auch relativ einfach zu produzieren, aber effektiv viel mehr. Ne? Und es war jetzt nicht viel Arbeit. Nee, es war nicht viel Arbeit. Aber wir ergänzen uns halt da. Auch bei den Felgenbildern, wo war das? Den Katalog? Was meinst du? Achso, ja, stimmt. Den Katalog habe ich ja dann auch überarbeitet. Das war, glaube ich, so das erste größere, was ich dann hier gemacht hatte. Also das entwickelt sich praktisch, die ganzen Felgen-Designs entwickeln sich durch irgendwelche Mustern. Durch die Architektur. Hier zum Beispiel dieses Robuste. Ja. Aber doch ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal, verkantet. Er ist ja verkantet, ja, klar, alles. Klar, ne? Klar. Und es entwickelt sich dann auch im Design. Also man nimmt schon irgendwelche Vorlagen. Also das ist schon faszinierend. Wenn ich ihm was sage, von was für ein Thema ich rede, geht er zu einmal und vergewaltigt komplett Google. Ja, wirklich. Ja. Und dann kommen so Bilder raus, wo ich sage, Alter, wo hast du die Dinger jetzt her? Ne? Ist faszinierend. Das kann ich nicht. Ja. Das kann ich gar nicht. Und dafür kannst du andere Sachen nicht. Ja. So. Reifen aufpumpen zum Beispiel. Stimmt. Das sind auch zum Beispiel Supra-Teile. Da haben wir ja auch, das haben wir da mit Mansori zusammen gemacht. Auch viele Ideen von Nico dann noch. Wenn es nach Nico gegangen wäre, wären noch extremer gewesen. Wo wir einfach gesagt haben, das muss auch irgendwie produziert werden. Weil Design ist nicht gleich Produktion. Manche Sachen kann man nicht produzieren, was du zeichnest. Ja, klar. Ja, ist halt so. Oder viel zu umständlich. Jetzt habt ihr so ein bisschen Einblick gehabt, was Nico betrifft, was er hier eigentlich macht. Und jetzt zurück zum Porsche. So, Diffusor. Also ich weiß es selbst noch nicht, das war so ein kleines Pilotprojekt. Ich bin einfach an eBay gegangen, habe geguckt, was ich so finde, was man vielleicht benutzen könnte. Dann habe ich vom R32 von Maxon Design, andersrum, das gefunden. Wie andersrum? Nee, so. So? Ja, genau. Wo soll denn der hin? Hier? Ja, genau. Und da werden jetzt quasi die untere Platte, die tue ich neu machen. Die hier werden gekürzt, also quasi, dass die nicht so ewig weit rausgucken. Ah, Junge, der hätte ich auch gleich kaufen können oder selber bauen können. Aber das hat Ding. Alex, schneid das mal raus, das hat TÜV. Und dann nehme ich die... Alex, du weißt nix, Alex. Nein, piep das bitte. Wie kommt der hin? So? Ja, weißt du, also das, die untere, die muss verlängert werden hier. Ah, Junge. Was denn?
Du weißt schon, wir haben noch 4 Wochen, dann muss es fertig sein. Das mache ich. Lass mich das mal machen. Das mache ich dann am Wochenende selbst. Und die ist vom was? Vom R32. Welcher R32? 5er Gold. Und die kommt auch so dran? Ja. Ja, was wird das dann? Wie, was wird das? Das wird doch dann ein Goyman. Ein Goyman, ja. Statt ein Cayman. Alter. Ja, irgendwas muss ich ja machen am Heck. Ja, die andere Stoßstange montieren. Ja, wenn du weißt, wie man es... Der andere, ja. Der hatte aber keine Zulassung. Die Dinger haben nachher auch keine Zulassung. Was denn? Deine Dinger, wo du zusammen drahtet. Doch. Das ist einfach so ein Ausdruck. Wenn die Dinger Zulassung haben, ja. Für einen Golf. Material Golf 5, nein, Material gut. Dann reicht es doch aus. Ja, richtig. Klar reicht es aus. Da ist noch was vor. Ja. Du hast jetzt vor, dass die Stoßstange dran bleibt. Genau. Also jetzt fürs Erste, ne? Also für das Jahr wahrscheinlich dann. Also für den ersten Motor schon. Ja. Ja, kann man die andere Stoßstange nicht bearbeiten untenrum am Auspuff? Weil der Diffusor hätte theoretisch tiefer sitzen müssen, dann wäre es eventuell gegangen, aber so wie der Diffusor dran ist, geht's nicht. Der geht aber nicht tiefer. Also war die Arbeit dann für den Arsch vom Sven? Nein, ich mach die nächstes Jahr fertig. Gut. Ich will ja nicht mit einer originalen Stoßstange immer rumfahren. Du willst nur für dieses Jahr haben? Ja, ja, für Essen Motorshow, weil ich brauche ja, das Auto muss auf der Essen Motorshow stehen und bis zur Essen Motorshow wird das ein bisschen arg knapp mit der Stoßstange. Na, lass doch Stoßstange weg. Nee. Die fahren überall ohne Stoßstange. Ja, vor allem, dann steht das Auto wieder so lange, bis die Stoßstange fertig ist. Und so muss ich immer nur kurz Stoßstange wechseln, dann arbeitet man da dran, dann mache ich die wieder drauf und kann aber mit dem Auto rumfahren. Weil mittlerweile geht es ein bisschen an die Psyche. Ja, ohne Witz. Das war schon vorher. So, jetzt gehen wir mal an die vordere Stoßstange. Da passt halt noch gar nichts. Hier oben passt noch nichts. Ne? Das passt ja auch hier vom Ding her gar nicht. Ne? Das müssen wir alles noch aufarbeiten. Da musst du eine Kante reinmachen. Ja. Ja, so sieht scheiße aus. Da ist zu hoch, da fällt es komplett. Da musst du im Prinzip so einen Knick reinmachen, ne? Richtig. Die so ausläuft. Ja, irgendwo hier runter dann, weil zum Spatz zu steil, wenn man das da oben irgendwie bloß macht. Da würde ich mich übrigens nochmal gerne bei der Firma bedanken, wo ich hier die Frontschaustange habe. Vielen Dank, dass so eine wundervoll passende Stoßstange geliefert wurde. Also ich wäre komplett am Arsch, wenn ich hier die Kontakte nicht hätte und hätte dafür 900 Euro bezahlt. Vielen, vielen, vielen Dank nach England. Das muss ich auf Englisch sagen. Soll ich was sagen auf Englisch? Ja, die gucken. Und hier geht es ja gerade weiter, weil das passt ja auch überhaupt gar nicht. Muss noch da rein, ne? Oder wie weit geht denn die noch rein? Na ja, gut, das ist jetzt halt alles, was das Sven da noch aufgespachtelt hat, das muss man ja alles erstmal da runterschleifen. Das ist jetzt so richtig, sag ich mal die grobe Phase. Aber wirkt schon brutal, ne? Von vorne, wie weit es so rausgeht. Vorne sieht es echt aus wie ein Porsche, gell? Ich kann mir schon bildlich vorstellen, wie der hinterher aussehen wird. Deshalb weiß ich, dass es auch gut aussehen wird. Viele Menschen können sich das nicht vorstellen. Ja. Das Gute ist, mit der ganze Video weiter sieht man auch mal, was da an Geschäft dahinter steckt. Mhm. Die Seitenwände, bis die jetzt so ausgesehen haben vom Andi zu, ja. Ne, allein das ist pro Seitenteil ein Tag. Ja. Ne. Und vorne wird es sogar wegen mehr werden noch. Ne. Vorne reicht dir ein Tag von Kotflügel gar nicht aus. Ja, also vom Tag sprechen wir mal von 9 Stunden. Ja, also ich schaffe ja länger wie normal. War ja sowieso nicht beim Andi. Ja. Wie? Andi hat es ja ein paar Mal machen müssen. Ja gut, ich will übrigens, muss ich auch dazu sagen, er hat Ende das in der Art zum ersten Mal gemacht und für das ist das absolut top. Er macht alles zum ersten Mal und zum letzten richtig. Mal. Richtig. Wenn das Auto fertig ist, bei dem einen Kotflügel würde ich gerne eine Hommage an diese Aktion hinmachen. Also wenn das Auto fertig ist, kommt noch was drauf, wo dann jeder schmunzeln muss, wenn er es sieht. Warum? Nee, sag ich nicht, sieht man dann. Sagst du nicht? Nee, sieht man dann. Da bin ich mal gespannt. Genauso müssen wir mal den E30 mal, der Alex kann das mal einblenden, wie der ganz am Anfang aussah, einfach ein Bild von der Seite oder so, und wie er jetzt aussieht. Der 190er, wie er damals vielleicht aussah und wie er jetzt aussieht. Der Golf 2, wie er damals aussah und wie er jetzt aussieht. Der 400er ist noch nicht so weit. Ja, das sind die drei Hauptprojekte. Das war bildlich für mich schon klar, dass sie irgendwann so aussehen sollen. Ich merke es auch immer. Ich merke es auch immer, dass sich viele Leute ja beeinflussen lassen, dass wenn du beim Mobile mal durchscrollst, bestimmtes Auto ist. Ganz egal, beliebig. Und dann kommt auf einmal ein Auto mit tiefer Bissel und Felgen, wo eigentlich durch eBay Kleinanzeigen für 500 Euro umgebaut ist. Ne? Ja. Und für 3.000, 4.000 Euro teurer stehen, dass die Leute da drauf so eingehen.
Aber es ist ein anderes Spiel wie ein normales Auto. Aber weil sie sich auch nicht vorstellen können, dass ein normales Auto mit Stahlfelgen auch so aussehen könnte. Ja. Das ist halt auch viel, was ich finde, was die meisten auch nicht selber machen können. Federn und Felgen drauf. Ja, aber. Also, das ist mir aufgefallen. Ich erzähle dir auch mal eine kurze Geschichte. Meine Frau damals, wann kam der Macan raus? 2015, 2016? Habe ich mich gar nicht mit beschäftigt mit dem Auto. Oder mit Erdbeeren. Ja, immer. Männer schon 20. Sind ein paar Jahre her. Macan kommt gerade raus. Hätte ich über gute Prozente hätte ich dieses Auto gekriegt. Weil der Macan war auch die ersten zwei Jahre extrem preisstabil. Das heißt, du hast ihn mit Rabatte gekauft, hast nach eineinhalb Jahren für den oder mit demselben Preis verkauft. Ja. Da zeige ich so der Frau einen Macan, ne, gerade für sie. Sagt sie, nee, da habe ich extra einen Turbo rausgesucht vom Macan, weil der halt mit Felgen und Schnickschnack besser ausgesehen hat. Dann habe ich ihn ihr gezeigt, dann hat sie gesagt, nee, ist überhaupt nicht ihr Ding. Sie ist auch die Person, die kann sich das gar nicht vorstellen. Dann laufen wir irgendwann mal an Hockenheimring rum und da steht dann so ein grau, matt folierter Macan mit 22 Zoll Felgen. Komplett anderes Auto, wenn man es sich nicht vorstellen kann. Ja, war ein bisschen tiefer, waren 22 Zoll Felgen, matt foliert in grau. Dann sagt sie zu mir, ey, guck mal, das ist mal ein geiles Auto. Wirklich nur, weil da tiefer Felgen war und vielleicht, ob das der Mattfolierung ausgemacht hat, weiß ich jetzt nicht. Aber viele Leute gehen da voll drauf ein. Und können sich das nicht vorstellen, wie ein Auto hinterher aussehen kann. Und lasst euch daran nicht irritieren. Macht es selber. Es ist wirklich nicht oftmals teuer, ein bisschen tiefer im Felgen zu besorgen. Daher, gut, vielleicht sagen manche, ja, Eintragung hin, Eintragung her. Ja, aber was kostet die Eintragung? Ich glaube, 60 Euro oder was? Ja. Federn, Reifen. Ja. Oder Felge. Hättest du gedacht, dass der irgendwann so aussieht? Ja. Hast du denn dir schon ein Bild im Kopf? Ja. Wie er fertig aussieht? Ja. Hat der schon lang. Schon, ich habe es ja gefotoshoppt. Ich habe sogar ein 3D-Modell gebaut. Echt? Ja, ja. Können wir es einblenden mal? Ja. Also ich habe mir auch bildlich, sobald der Tag da war, wo der Andi gesagt hat, er macht ihn mit dem Blech, habe ich ihn mir 100% so vorstellen können. Der ist immer noch nicht fertig. Viele Leute können sich den immer noch nicht vorstellen. Aber das Ding wird, also in schwarz, wird der genau so, wie ich ihn gerne hätte, doch schlichter. Nicht jeder wird es erkennen, dass da was dran gemacht worden ist, in schwarz. Ja, du wirst nachher sehen, wenn das dann alles mal gefiltert ist und so weiter, da wird ja auch schwarz gefiltert, wenn man dann mal die ersten Bilder hat. Ja. Dann kann sich das wahrscheinlich auch der Letzte vorstellen, wie das nachher aussieht. Du musst jetzt auch bedenken, wir haben ja noch zwei Monate. Eigentlich nicht, eigentlich sechs eigentlich, Wochen. Eigentlich anderthalb hätte ich jetzt gesagt, wo sechs fertig Wochen. Sein muss. Sechs Wochen also fertig. Innenraum ist ja leer. Ja gut, wenn nicht, machen wir die Scheibe komplett schwarz. Nein, ja. Nichts gibt's, nein. Och, Essen, Motorschau. Ich spreche mir die ganze Welt hier, gell? Ja, das ist jetzt schon die siebte Deadline. Ich habe mir schon zwei Sprachnachrichten nicht angehört, dass es mir so geht wie dem Andi, dass ich keine Lust mehr habe. Mit tanken ist hier auch nichts mehr, ne? Nee. So, jetzt muss man gucken, dass wir das Ding hier komplett umbauen. Wir brauchen theoretisch nur das äußere Ding. Äußere Ding, was meinst du mit äußere Ding? Den äußeren Stutzen. Ja, ja. Aber da wird es ja was von Rennsport geben. Ja, die haben komplett andere Tank drin. Meinst du, dass sie einen anderen Tank haben? Ja, auf jeden Fall. Ja, ist es nicht sinnvoller, so einen Tank zu besorgen? Hast du keinen Kofferraum mehr vorne? Hat er ja sowieso nicht mehr. Wir haben nachgeschaut, der ist unten, ist der verschraubt, beziehungsweise unten wird er irgendwann zu Kunststoff. Und ab diesem Kunststoffteil quasi in den Kofferraum setzen. Hier. Wir wollen ja, dass der Stützen hier hochkommt. Ja, entweder hier oder hier haben wir überlegt hier. Gehabt. Ja, fast besser. Du musst halt gucken, was unter im Weg ist, dann nachher da. Ja. Weiß nicht, das ist ja auch noch irgendwo. Lenkung, wo du aufpassen musst. Ja gut, aber der verläuft jetzt aktuell der von hier raus. Ich glaube, das so hier kann sogar der Tank sein. Aber du willst ja mittig haben, ne? Ne, muss nicht. Also eher asymmetrisch, finde ich sogar geiler. Assi ist gut, ja. Ja, Assi ist immer. Wenn, dann würde ich ihn mittig und dann durch die Haube durch, ne? Ja. Mit dem Deckel oder wie willst du es haben? Wir können mal eine kleine Skizze einblenden. Ich habe eine Skizze gemacht. Ja. Das ist dann quasi dein Stutze, steht hier drin mit deinem Deckel. Ja. Ja, und hier kommt ein Zylinder, so. Hier kommt ein Zylinder mit einer Drainage, die nach außen geht, damit sich kein Wasser drin sammelt. Na, außer Gummidichtung drauf und der Rest von der Haube dann. Genau. So eine, und das dichtet auch ab? Ja, wenn man oben quasi an diesem Zylinder eine Dichtung außenrum macht. Ich glaube, das Beste ist wirklich, wenn du was vom Rennsport nimmst, ist einfach. Hab ich schon geguckt, gibt's halt genauso. Mega, die Antwort, da kommt es ja auf 2 mm an, dass das nachher passt. Vom Winkel, wie er steht, wie hoch er ist. Man könnte natürlich auch hergehen und hier die Öffnung machen und dann brauchst du im Prinzip. Wäre es nicht möglich, wenn wir jetzt hier exakt das ausflexen, so eine Klappe.
Und das Teil, was du ausflext als Klappe, auch benutzt. Ja, du musst eine neue Decke machen dann. Nee, du brauchst ja nur innen drin. Zum Stützen brauchst du nur so eine Trichterform. Eine Dichtung. Und das, was du hier ausflext, dass du das als Deckel nimmst. Also so wie es original auch ist. Du kannst nicht das nehmen, du musst dann einen neuen Deckel machen. Warum? Du musst ja auch umbürteln außen. Sonst hast du ja scharfe Kanten. Sonst ist das ja. Aber ich fand die Idee von Andi, das durch die Motorhaube zu machen, ist schon geil. Ja, optisch mega. Brauchen wir nicht drüber reden. Also die Low-Budget-Version oder die schnellere Version wäre quasi theoretisch, das einfach so hier reinzulegen. Du meinst die Low-Budget-schnellere Version. Richtig. Wäre einfach das reinzulegen und dann quasi von innen zu tanken fürs Erste. Ich glaube, das noch billigere und noch ranzigere wäre außen so eine runde Alu-Deckel reinmachen. Nee, ein nee. Loch lassen hier, meinst du? Ja. Was ist, wenn du die Frontklappe öffnen müsstest und hier ganz einfach einen Stutzen hin? Ja, das war ja das, was ich gerade eben meinte. Ja, nein, nicht von außen. Ja, von innen. Das war ja das, was ich meinte, dass innen drin das alles liegt und du die Haube jedes Mal aufmachen musst. Ist in Ordnung, aber die geilere Variante wäre halt klar, wenn das offen wäre. Optisch, ja. Das ist natürlich auch, finde ich, sinnvoller, das dann vorm Lagieren rauszusägen. Ja gut, das kriegt man nicht mehr vor Essen-Motorshow hin. Doch, das wird schon gehen. Das hat sogar der Andi gesagt, das geht. Ja, gut, da muss man mal gucken. Im schlimmsten Fall hältst du da hier einen Schlauch rein und machst ein bisschen Sprit rein, dass es dir für Essen-Motorshow reicht. Wenn wir schon dabei sind, jetzt, wir kommen hier über die Beifahrerseite rein, dann hören wir uns mal die Abgasanlage an. Und die Räder müssen wir mitnehmen, weil, sprechen wir schon durch, Mr. Nico will diesen Bett poliert. Stimmt's? Ja. Die Front gedreht. Ja. Und das lässt du. Das, der Rest bleibt alles roh, genau. Okay. Und dann hier Klarlack? Ja. Bett auch Klarlack? Ja. Weil sonst hast du hier hinterher ein Problem zum Putzen, ne? Ja. Genau. Kannst rumfingern dann hier den ganzen Tag. Ja. Also nehmen wir die mit, abmontieren, auseinanderbauen, schon mal Felgen bearbeiten. Läuft bei dir nicht. Muss schon sagen, ne? Rechnung kommt. Ja, was der Nico auch machen kann, ist, du bist ja selbstständig neben mir. Ja. Ja. Und er ist montags nicht da. Ja. Nicht, weil er Friseur ist. Was? Was? Montags haben Friseure zu. Ja, stimmt. Aber der Nico kann, ihr könnt auch hier Instagram nochmal, ihr könnt auch mal gerne mal anschreiben, wenn ihr designmäßig nicht Felgen, nicht Klamotten. Wehe, Alter, ich köpf dich. Weil das sind unsere Sachen. Weil da bringt ihr eine automatische Idee da rein, braucht man nicht. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Kochtopf designen wollt, da könnt ihr zum Nico gehen und eine Pfanne, ja, oder ein Glas oder keine Ahnung, Tisch, egal was. Ein Auto, Tisch. Ein komplettes Auto. Ja, ein komplettes Auto. Da seid ihr auf sichere Seite. Also Nico. Das muss er auch noch bauen können, ja. Aber nur zur Info, das macht er. Er macht ja auch mittlerweile sehr viel mit prominenten Leuten. Ja. Dürfen wir den Namen nicht sagen, ne? Ja, ich klär's mal ab, vielleicht im nächsten Video. Ja, also bekannte, sehr, sehr bekannte Sänger. Ja. Macht er Fotos. Und Cover. Und Cover macht er. Und er macht viele Bilder von viel Haut. Ja. Also richtig viel Haut. Eigentlich nur Haut. Jetzt starten wir den mal und dann hören wir uns den an und danach nehmen wir Räder mit und dann geht's los. Ja, eben nicht. Hört sich nach 4,5 Zylinder an. Also viel hat es nicht getan, deine Auspuffanlage. Ja, du hast ihn ja vorher nicht gehört, da hört man einfach gar nichts. Der war ja auch kaputt vorher. Und die ist neu, also die, ne, wird ja lauter. Ja. Hast und lauter als der 500er ist sie. Hey, jetzt komm mal hier raus, ich zeig dir gleich 500er Abgasanlage.